Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Aufgebrauch-Video von mir und zwar vom Monat September. Und zwar gibt es wie immer meine große Douglas-Tasche, die ist wie immer voll geworden wieder. Und ja, fangen wir mal an und ich wünsche euch dann viel Spaß. Als erstes habe ich hier eine Hygieneseife von Rewe, antibakteriell. Mit antibakterieller Wirkung entfernt 99,99% der Bakterien. So sieht sie aus. Ich hatte schon mal eine von Balea gehabt. Die fand ich auch okay. Aber die finde ich noch besser. Die hat einen ganz, ganz dezenten Geruch noch. Und ja, habe ich mir auch schon wieder gekauft. Und ja, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich eine Taschentücherbox hergemacht, die hatte ich mal von Penny, da habe ich 3 Stück in 1 gehabt für 2,95 € oder 99 €, so ähnlich. Und zwar ist die von Tempo. So. Ja, das ist die zweite Box und die dritte ist auch schon fast alle, die werdet ihr wahrscheinlich dann nächsten Monat sehen im Aufgebrauch. Dann habe ich hier ein Duschgel und zwar von Axe Sport Blast. So sieht das aus. Ja, mein Verlobter und ich haben das gemeinsam benutzt und ja, ich finde es beide ganz gut. Auch empfehlenswert. Dann habe ich ein Tee leer gemacht von Westminster. Und zwar ist es der Apfel und Kirsche. So schaut der aus. Ich habe 25 Beutel drin. Ja, war sehr, sehr lecker und ja, ich muss jetzt mal demnächst mal schauen, was bei Aldi wieder für Tees gibt. Der ist übrigens von Aldi und ja, weil ich habe jetzt einfach so viel Tees da und die muss ich erstmal aufbrauchen und dann werde ich mal gucken. Ich glaube, ich habe so 50 Cent, glaube ich, dafür nur bezahlt. Dann habe ich wieder leer gemacht, weil feuchte Tücher von Penaten, sensitiv. So schauen die aus. Dann habe ich mein Pantene Provi intensives Feuchtigkeitssoufflé. Ist leer. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Werde ich mir auch nachkaufen. Ja, fand ich sehr, sehr gut. War in meiner ersten, ja, ich glaube, in meiner ersten Pinkbox war das drin und ja, ein sehr, sehr gutes Produkt. Dann habe ich von Tipp eine Pflegedusche Vital erfrischend für Leben. Die ist von Real. So schaut die aus. Ja, fand ich okay. Habe ich immer nach dem Sport benutzt. Ich gehe ja jeden Morgen walken und ja, fand ich ganz gut. Aber ich habe jetzt auch im Bad noch eine andere zu stehen. Die finde ich besser. Aber ich würde sie mir wieder kaufen. Dann habe ich ein Peeling leer gemacht von Venus. So schaut es aus. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Hat einen tollen Geruch gehabt. Waren 100 ml drin. Ja, kann ich auch empfehlen und würde ich mir auch wieder kaufen. Aber ich habe momentan noch so einige Peelings, die muss ich auch erstmal leer machen. Ich hatte gesagt, ich will jetzt nicht mehr so viel Holz machen, weil wegen meinem Kater. Übrigens, ich war vorgestern jetzt mit ihm zum Arzt, ihm geht es ja so einigermaßen gut. Er muss nur Tabletten kriegen und aber klappen wir jetzt ab. Hatte ich gesagt, ich will nicht mehr so viel Holz machen. Ja, ich bleib auch jetzt dabei. Ich war nur jetzt, gestern war ich nochmal einkaufen. Das Video lade ich entweder heute Abend noch hoch oder morgen. Ja, das will ich euch dann auch nochmal zeigen. Und ja, ich werde mal sehen, wie ich mit Holz das mache. Ja, werdet ihr sehen, wenn immer ein Holz kommt. Ich kaufe eigentlich sehr gerne ein und deswegen muss ich mich manchmal auch sehr, sehr zurückhalten. Ja. Dann habe ich leer gemacht von Chibo 4 Badekugeln.
Ja, das ist einmal mit Orange, dann Cranberry-Samen und dann Vergissmeinnicht und Lavendel. Ja, da muss ich sagen, die ersten beiden fand ich ganz gut, aber die anderen beiden fand ich wieder nicht so gut, weil ich da diese Samen, wie sie schreiben, waren ja total in der Badewanne und am Rand und so. Das fand ich nicht so toll, aber die ersten zwei waren gut. Also, ja, lohnt sich eigentlich nicht, wenn es noch geben würde. Ja, dann habe ich endlich jetzt mein Aussie-Shampoo leer gemacht, wo ich eigentlich am Anfang so geschwärmt hatte, aber am Ende gemerkt habe, dass es mir total in den Augen brennt, wenn ich es in die Augen kriege. Und ja, deswegen kann ich es leider nicht mehr verwenden und werde es mir dementsprechend auch nicht mehr wiederholen. Dann habe ich hier einmal Wattepads von Orchidee. So sehen die aus. Habe ich mir mal 1-Euro-Laden gekauft. Ja, waren ganz in Ordnung, aber ich benutze eigentlich lieber die von Evelyn. Finde ich besser. Und dann habe ich eine Probierpackung leer gemacht. Auch Feuchtigkeitstücher. Calendula von Baby Dream. So. Sind von Rossmann. Sind 10 Stück drin. Ja, war nicht ganz in Ordnung. Aber ich habe jetzt auch noch so viel feuchte Tücher. Also ich hab im Augenblick auch so viel. Ja, fand ich okay. Dann, ja, das war eigentlich auch ein großer Flop gewesen, und zwar ist ein Duschgel von Goodness, Duschpflege Wildrose, belebend und erfrischend. So, belebend und erfrischend kann ich hierzu eigentlich gar nicht sagen. Nach Rose hat es auch nicht gerochen, hat eigentlich eher nur, ja, nur seifig gerochen, nicht mal dezent nach Rose oder so, was man sich eigentlich erhofft dann. Also wollte ich mir nicht mehr wieder kaufen, sind 300 Milliliter drin. Ja, jetzt alle. Dann habe ich ein Kompaktpuder leer gemacht von Alterra. 02 Medium mit Granatapfelextrakt. Ja, hatte ich euch schon mal erzählt, das fand ich sehr, sehr gut. Hat hier einen Spiegel. Und ja, ihr seht, es ist total leer. Das erste Mal, dass bei mir was Kosmetisches leer geworden ist. Ja, ich würde es mir wiederholen. Ich finde es toll. Und ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt von Alterra. Also mäßig 100% sicher, ob es irgendwie limitiert war oder so. Kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ja, da kommen wir ja auch schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar von Das Gesunde Plus von DM. So heißt der Fastentee, Kräutertee. Da waren 12 Aufgussbeutel drin. Fand ich okay. Aber ich meine, muss nicht immer unbedingt sein, ein Fastentee. Ja. Es gibt zwar noch einen, den du nur 6 oder 8 Wochen benutzen kannst. Den habe ich noch nicht probiert. Ja. Fand ich okay, aber wollte ich mir nicht mehr wieder kaufen. So, meine Lieben, das war's dann mal wieder. Jetzt, meine ganzen Sachen können jetzt weg. Und ja, freut mich wieder jetzt im Oktober wieder fleißig sammeln zu können. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.